Heute hier im Labelle Epoque Studio der Gründer von Labelle Epoque. Ich grüße Sie. Also, du hast Labelle Epoque gegründet, ja. Das war 1983, da bist du noch vorher von Frankreich hierher gekommen nach Deutschland und hast Labelle Epoque gegründet. Ja. Und was ich eigentlich gerne wissen würde, ist, was magst du an Antiquitäten? Oder warum magst du überhaupt Antiquitäten? Antiquitäten habe ich ja erstmal immer gemocht. In übertragenen Sinne ist es ganz einfach. Wenn ich Kind war, zum Beispiel, habe ich immer neue Schuhe bekommen aus Leder und ich habe es gehasst. Ich habe sie alt gemacht. Ich wollte sie gleich alt kaufen. Gab es aber nicht, diesen Stil, wo man alte Jeans kaufen kann. Da bekam ich diese ganz neue, quiekende Sandalen. Und es war ganz schlimm für mich. Ich habe sie malträtiert abends, damit sie ein bisschen weich werden. Und sie gealtert mit Dreck und Wachs. Und fand ich, dass der alte Look besser ist. Das also ist der Beginn. Du magst generell einfach den alten Look. Der alte Look, also die, wo man die vergangenen, die Jahre sieht, die Zeit, was an einem Objekt oder einen irgendwie etwas auch an Menschen hinterlassen hat. Das heißt, die Spuren der Zeit, einem Objekt anzusehen, dass es eine Geschichte hinter sich hat, das magst du. Ja, ja, auf jeden Fall. Das erregt die Fantasie an. Und sagen wir so, man altert nie gleich. Ja, zum Beispiel die Schuhe sind jetzt, wie ich gekauft habe, zwei Paare gleich vom Hersteller. Und je nachdem, wer sie getragen hat, jahrelang sind die anders. Das stimmt. Das Alter, das stimmt. Ja. Also man altert nicht gleich. Aber du hast ja auch Schreiner gelernt. Natürlich, klar. Und hast dann auch viele Sachen restauriert. Ja, ja. Und dann ja auch Spuren der Zeit, sagen wir mal, wieder entfernt. Ja gut, oder was ist das Schöne am Restaurieren für dich gewesen? Das Schöne am Restaurieren war erstmal, dass ich erst ganz am Beginn, dass ich eine Arbeit hatte, wo ich erstmal Geld verdienen kann. Das ist ganz normal, wenn man eine Familie hat. Zweitens, bei der Restauration der Möbel habe ich Folgendes festgestellt. Ich habe die Herstellung, Verfahren der alten Meister kennengelernt, wie sie Möbel bauen und wie die Oberfläche auch altert und was die eigentlich hat an Krankheit. Die Krankheiten der alten Möbel sind mir gleich, das sind Flecken, Furnier ist kaputt oder Risse im Holz durch Trockenrisse etc. So, und das Schöne, das Schöne daran ist, wenn man einen Sekretär zum Beispiel sieht, wo sehr viel kaputt ist, da fehlen die Beschläge, die eigentlich das Aushängeschild ist von einem Sekretär, also die Schublade und so. Wenn dann alles wieder im Gang gesetzt ist, das sieht ja sehr schön aus und hat man auch eigentlich ein Möbelstück gerettet. Ja? Also man muss ja nicht nur Baum fällen, um da einen zu bauen. Ja? Hast du denn einen Bezug, wo du jetzt gerade sagst, Baum zur Natur, also spielt es für dich eine Rolle, dass die Sachen aus Holz sind? Oder magst du auch Gegenstände aus Metall oder Glas oder Gold oder Silber? Also spielt Holz für dich, hat Holz für dich da eine Rolle gespielt? Ja, ja, immer. Also erst am Anfang nicht, also während ich studiert habe, wir hatten verschiedene Ateliers. Du hast ja vorher Kunst studiert. Ja. Malerei. Pass auf, ich habe verschiedene Ateliers durchgehen müssen, um diese Scheine zu machen. Also es gibt das Atelier Farbe, das Atelier Grafik, das Atelier Perspektive, das muss alles durch, ja, bis du diese Scheine hast. Und da war ein Atelier, das war Holz. Und das habe ich ja gar nicht gemocht. In Frankfurt auf der Kunsthochschule? Das war in Metz in der klassischen Akademie. Also das Holzatelier hat mir ja gar nicht gefallen. Weil von Natur aus bin ich eher nicht ein Handwerker. Also ich hatte alle Atelier gemocht, ja, zeichnen, malen. Und was bist du dann sonst von Natur aus? Ich bin eher... Also wenn du kein Handwerker bist, bist du eher ein Denker oder ein Philosoph? Oder? Pass auf, es gibt einen tollen Satz, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ist egal. Das heißt, ein Intellektueller erklärt was ganz Einfaches mit ganz komplizierten Worten. Ein Künstler, der erklärt was ganz Kompliziertes mit einer einfachen Sache, und zwar ein Bild. Damit ist es ja auch so erklärt, ich mag gern die Dichtung, etc., etc., aber ich bin kein Intellektueller, sagen wir mal so. Im Bereich der Malerei bin ich ja sehr, recherchiere ich viel, immer noch. Mich interessiert an die Darstellung der Sachen, der Objekte und auch, was unsere vorangegangene Künstler gemacht haben, wie Paul Cézanne, etc., ist ja immer noch nicht fertig und noch nicht genau erklärt. Aber du hast ja gesagt, du warst dann in diesem Holz, in dieser Holzschulung, Holzatelier, und das hat dir nicht gefallen. Es hat mir nicht gefallen, weil ich auch keinen Bezug dazu gefunden habe. Hat sich das dann später noch geändert? Ja, das hat sich ja später geändert, indem dass ich
eine Schreinerlehre gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich natürlich alles gelernt, was man mit dem Holz bauen kann. Mhm. Da war es aber noch nicht, die Liebe noch nicht... Immer noch nicht? Nein, da war noch die Liebe noch nicht da. Wann kam die denn? Die Liebe kam, als ich verschiedene Möbel bekommen habe, die antiken Möbel aus verschiedenen Hölzern, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Mhm. Wie zum Beispiel Pflaumenholz, Apfelholz, Olivenholz, etc. Da wurde ich also sehr, sehr beeindruckt von der Varietät der Verschiedenheit der Hölzer und wie eigentlich charmant die eigentlich sind. Ne? Und was man machen kann und was für eine, immer so ein Gefühl, was man hat dabei, wenn man es bearbeitet. Mhm. Weil in einer Ausbildung hat man nicht immer die Zeit, so viel zu bearbeiten mit der Zeit und das mit dem Muse anzuschauen, vielleicht, wenn ich hier allein in meinem Atelier war, in meiner Reise nach hier, da könnte ich ja manchmal stundenlang mit dem Holz einfach schwanger gehen, so, ja. Und dann entdeckt man das Material langsam. Das ist genau wie ein Mensch, glaube ich. Man kann es nicht so schnell erfassen. So, ja. Ich sehe schon so Antiquitäten, Holz, Kunst, Philosophie, das sind alles Sachen, die sich auch gegenseitig berühren. Ja, sowieso, ja. Mhm. Es gibt zum Beispiel keine Kunst, ohne dass man nachdenkt, ja. Also zum Beispiel in dem Kunststudium hat man auch Soziologie, Philosophie hat man auch, ne? Natürlich nicht auf das Niveau eines Philosoph-Student, weil wir das dafür auch nicht notwendig haben. Wir haben es nur notwendig für bestimmte Sachen. Zum Beispiel Denkprozesse genau zu steuern, ne? Brauchen wir die Philosophie, die Regel der Philosophie, die Lehre, damit wir wissen, wie gehen wir an ein Gedankengut heran, um ein Bild zum Beispiel zu begleiten und wie, ja, das vereinfacht, sagen wir mal so, den Prozess für ein Bild. Ja. Dass man auch jemand erklären kann. Was, für mich brauche ich ja keine Philosophie. Ich weiß das selber. So. Jetzt ist es ja so, dass... das ist ein Werkzeug, die Philosophie. Du sozusagen in Rente bist und den Antiquitätenhandel nicht mehr machst und du widmest dich jetzt deiner Kunst und deiner Freizeit und all den Sachen, die dir sozusagen gefallen. Mhm. Und jetzt kommt ja die ganze Digitalisierung. Ja. Also hier, wir machen ein YouTube-Video, ja. Webseiten und all das. Habe ich kein Problem mit. Findest du das toll, diese Absolut. Digitalisierung? Ja. Oder nervt dich das? Du sagst jetzt, alle sind jetzt irgendwie online und überall gibt es mediale Inhalte, alles verändert sich. Es gibt immer Anlass zur Kritik. Mhm. Jede Sache. Es gibt immer die positive Kritik und negative. Mhm. Ich habe keine negative Kritik unbedingt. Also ich kann mal, viele Leute sagen, man kann ja dumm werden dabei, aber Dummheit ist ja auch schon mal andere Sachen auch schon gewachsen. Also findest du das auf jeden Fall interessant oder gut, dass... Es kommt drauf an, es ist wie ein Fernseher. Mhm. Es kommt drauf an, was du damit machst. Mhm. Und findest du das, was wir jetzt machen, zum Beispiel gut? Ja, ich bin gern mit dir zusammen und machst ein bisschen Sachen, so ist lustig. Mhm. Natürlich. Alles muss nicht ernst sein. Also wir müssen nicht gleich. Das war jetzt schon ernst, was denn? Was du gesagt hast. Ja, schon. Ja. Aber wir müssen hier nicht jedes Mal, wenn wir das Ding anmachen, da irgendwie war ein ernsthaftes Geschehen da produzieren. Nein. Das Leben ist schön und es ist ein Joke. Ja. Wärst du denn bereit, vielleicht mal zu einem Thema wie Kunst oder so nochmal ein Video zu machen in der Zukunft? Also wenn das unseren Zuschauern jetzt gefallen hat, wenn die sich sympathisch fanden. Vielleicht bist du ja ein YouTube-Star. Oh, will ich gar nicht ein Star werden. Nee. Ja, also ich spreche, wenn es zum Thema Kunst, also Gemälde, Kunst ist ja eine Malerei Sache. Geht, da kann ich dich nochmal ansprechen. Ja, das kannst du. Gut. Also, liebe Zuschauer, das war der Gründer von La Belle Epoque 1983 aus Frankreich, Michel Richard. Vielen Dank für dieses kleine Interview und ja. So long, salut, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.